Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt. Endlich ist es raus. Ich bin schon mega geil auf die beiden Spiele. Am geilsten bin ich natürlich auf Wonder of Blood, weil es richtig gute Bewertungen gekriegt hat damals. Und ich habe es noch nie gespielt, ist für mich blind. Dracula X habe ich ja im Stream gezockt. Und das ist quasi die schlechte Version von Wonder of Blood, wenn man so will. Optionen hatte ich schon mal alles eingestellt, soweit ich weiß. Wir gucken nochmal. Jawohl. Die Sekundärwaffe habe ich nicht auf Oben- und Angriff, sondern ich habe es auf R1 gelegt. Komme ich besser, glaube ich, mit klar. In der Anzeige machen wir es groß. Scanlinien, alles passt perfekt. Ja, passend zur Jahreszeit. Und passend zu meinem Bock auf Castlevania. Hab ja jetzt Castlevania 4 neu gespielt, Dracula X, und jetzt geht das ab hier mit Wonder of Blood. Ich habe mich schon sehr gefreut. Ich hoffe, ihr auch. Wir schnacken nicht lang. Ab geht's mit Wonder of Blood. Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen, sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz, dem Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kann es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden. So geil. Allein die Grafik, sage ich mal. Und natürlich für 86, ey, überleg mal. Beziehungsweise eigentlich 93, ne? 86 wird es wahrscheinlich in Japan rausgekommen sein. Keine Ahnung. Aber. Boah. Nee, wir wollten jetzt nicht. Ja, es ist eh das Intro, was kommt. Von daher, das gucken wir uns jetzt nicht an. Einmal die Taste drücken, Spiel starten. Und die deutsche Synchro. Ich wusste gar nicht, dass das damals synchronisiert war. Ups. Ja. Eigentlich hatte ich das beides schon gelöscht, aber irgendwie hat er das anscheinend nicht übernommen. Ich hatte nämlich schon mal Spielstände angelegt und habe einmal ein bisschen ausprobiert. Ja, das erste Level ist nicht mehr blind für mich. Ich muss es zugeben. Verdammt, ich wollte es eigentlich Secret machen, aber egal. Komm, damit keiner sagen kann, dass ich irgendwas hier gefaked habe oder so. Leg ich jetzt den neu an. Reki. Halt. Gibt's hier eine Leerzeile? Okay, dann machen wir es jetzt so. Dann weiß ich, aha, das ist der für Let's Play. Zack. Ist doch geil. Oh, und diese Musik. Das ist so geil. Ich kenne das Symphony of the Night und da ist das ja auch so. Und oh, das hat so viele Ähnlichkeiten. Das wusste ich gar nicht. Egal, ab geht's. Spiel starten. Boss-Demo. Ey, wir können jeden Boss kaufen und dann, wenn wir es einmal geschafft haben. Wie geil. Und Spiel starten als also ohne Passwort, sondern mit Saves. Boah, diese Intros. Diese, in Anführungsstrichen, Zwischensequenzen. Guck dir mal die buttersaubere Grafik an. Ey, Alter.
Jetzt wissen wir, warum wir uns mit dem Dracula X begnügen mussten. Das konnte das Essen jetzt einfach nicht. Wie ist die Konsole, wo das rauskam? MSX? Verdammt, ich habe es letztens gelesen und jetzt habe ich wieder vergessen. Auf jeden Fall auf eine Konsole, die kein Mensch kennt eigentlich. Beziehungsweise, ich glaube, die war so ähnlich wie das Neo Geo, mega teuer damals. Kleines, nettes, ja, net to know am, nebenbei. Die Stimme, die gerade gesprochen hat im Intro, ist die gleiche wie in der Netflix-Serie von Dracula selbst. Diese tiefe, männliche Stimme. Der Tod kommt. WTF, können wir schon mal ein bisschen üben. Ja, genau. Üben, getroffen zu werden. Den Jump kann er auch wieder. Und ich habe endlich rausgekriegt, wie man rückwärts läuft. Das hatte ich bei Dracula X schon rausgekriegt und hier auch. Hat man kaum verstanden, aber er sagt, next time it won't be so easy. Das Flammenmal, dass das alles übersetzt wurde, wusste ich gar nicht. Da war ich sehr überrascht. So, und mein Controller. Bei der PlayStation 4 ist es ja so, dass der Controller so einen kleinen, sag mal schnell. Schnell. Lautsprecher hat. Und da kommt das die ganze Zeit raus, die Geräusche. Ich weiß nicht, ob man es auch hört. In Rückkopplung von meinem, von meinem, sag mal schnell, okay, woher springt er nicht, von meinem Lautsprecher. Und das bockt so, das ist so geil. Das ist der Hammer. Fuck, das hat immer geklappt, jetzt nicht. Ich hab verkackt. Egal. Und der Controller vibriert immer so, wenn man was aufsammelt. Das ist auch irgendwie cool. Oh, die Musik, ne? Die ist so geil. Jetzt weiß ich auch, warum das so geil sein soll. So, immer schön Gegner kloppen, das gibt, sag mal schnell. Punkte. Aber ich glaube, mein Mikrofon ist so schön gerichtet in meine Richtung, dass man nichts hört davon. Nein. Stirb. Jawohl. Ist das geil, oder? Man muss den Schlagknopf gedrückt halten. Ich habe immer so Let's Plays gesehen, wo der rückwärts läuft und ich denke mir, wie macht er das? So, ja, ansonsten kann er nicht viel mehr als in Dracula X. Er kann natürlich auch das, diese Mega-Attacke. Verzieh dich. Da muss ich sagen, da brauche ich jetzt nicht viel auswendig können. Der war auch schon beim ersten Mal einfach. Aber gut, erster Boss. Im Gegensatz zu Dracula X, ne? Wenn man überlegt. Ja, das war die erste Stage. Witziger Fakt, ich bin hier hochgesprungen und habe erstmal einen Erfolg dafür gekriegt, also eine Trophäe. Abgefangen, weil man hochgesprungen ist. Oh, was steht da jetzt? Vampirtöter? Okay. Was ist das? Absolviere ein Level mit einem Bonus für 0 erlitten. Ah, okay. Ja, ist natürlich cool. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Habe ich echt keinen Schaden gekriegt? Wie geil.
Und da ist die Musik. Die Musik. Verdammt. Wow, der hat mich nicht getroffen. Boah. Ba, 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 da, da, da. Yep. Ah. Mann. So. So episch geil. Und auch wenn ich was werfe hier, das vibriert immer so schön. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Der hat echt immer abwechselnd gemacht. Wie witzig ist das denn? Ich muss echt sagen, ich komme aus dem Lob nicht raus und ich bin so froh, dass ich es gekauft habe. Was lief denn da im Hintergrund rum? Habt ihr das gesehen? Dum, 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 dum. Komm, da gehen wir hoch. Du, du, du. Muss ich eigentlich hochdrücken, damit er da drauf geht? Ja, muss ich. Okay. So. Hau ab. Den mögen dich nicht. Keiner von uns mag dich. Was haben wir da unten? Hm. Natürlich. Oh, mit einem Schlag ist er weg. Geil. Gut zu wissen. Wir sind auch mit einem Schlag weg. Viel mehr verkraften wir nicht. Na, komm her, komm her. Bams. Ah, und wenn ihr Bock drauf habt, was ich wollte ich sagen, wenn nach dem Let's Play immer wieder gerne ein Stream. Weil das Spiel hat einen hohen Wiederspielwert, habe ich schon gehört. Es gibt wohl mehrere Enden. Alter! Kommt erstmal ein fettes Viech. Schlüssel, aha. Siehste? Das zum Thema Wiederspielwert. Verdammt! Das war doch klar! Verdammt, das war doch. War doch klar. Mann, wieder! Wupp. Ging immer schön rein. Verdammt. Wie lustig. Fall ich genau da so runter. Und werd dann nochmal getroffen. Ey, man kann den besiegen? Und natürlich, wenn man sich nicht. Nur wenn man sich nicht so dumm anstellt wie ich jetzt. Man kann da oben lang. Also unten meine ich. So, jetzt kommt da einer. Ne, kommt nicht. Okay. Na gut, und jetzt verpasse ich ja nicht viel, weil ich kann ja eh kein anderes Item tragen. Ah, ich hätte den jetzt vielleicht besiegen können. Mann. Hätte ich versuchen können. Verdammt. Ah, der kommt mit. Ah! Scheiße. Dein Ernst, kommt erstmal so ein scheiß Viech hier. So ein Fledermaus. Zack. Ich liebe es, wenn das klappt. Alter. Boah. Ey, jetzt trifft selbst der mich hier ständig. Hau ab. Nein, mein Dings ist weg. Shit. Jawohl. Uiuiui. Richtig geil verkackt gerade. Hier ist der Schlüssel, okay. Verdammt. Voll verschissen. Hau ab. Ja, das sieht aus wie im NES-Original, ne? Habe ich nicht irgendwas davon gelesen, dass das sehr viel basiert auf dem NES-Original? Komm, hau ab, lass mich. Ich will einfach nur den Boss besiegen. Du, 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 du.
Welches wohl besser ist? Ja. Oh, okay. Mal diese Vorspannmusik, wenn man weiß, es kommt ein Boss. Oh, hier kommt der Wolf schon. Ui, ui, ui. Wie viel Leben haben wir? Ah, okay, wir haben ein paar Leben. Na, komm her. Gib dir die Rache. Die üble Rache hier. Alles, was du mir angetan hast, du Arsch. Ist natürlich geil, wie er immer in mein Kreuz reinspringt, ne? Ah, jetzt hat er mich doch noch getroffen. Nein! Boah, wie knapp war das denn? Du heiliger Bimbam, ey. Alter, krasse Scheiße, ey. Die ganze Zeit trifft er mich nicht? Oh, geiler Move. ganze Zeit trifft er mich nicht und dann macht er mich fast weg. Der hat zum Schluss nochmal sein Moveset geändert. Am Anfang Stufe 3, Beschwörung der Finsternis. Spielen wir weiter? Hören wir auf? Ah, wir haben nämlich nicht so viel gespielt. Komm, weiter geht's hier. Na gut, der wehrt das wieder ab, ne? So wie... Wie üblich. Krasse Sache. Ich war echt... ein bisschen fasziniert, wie ich ihn echt gut gehittet habe. Aber im Dings ist er schwerer, definitiv. Bei Dracula X. Ich meine, gut, da ist alles schwerer, ne? Ich meine, das hier ist nicht einfach, aber... überhaupt kein Vergleich. Das ist normal schwer, das ist knifflig. Herausfordernd und wenn man echt was verkackt, ist man selber schuld und nicht die blöde... nicht die blöde Steuerung. Was? Der spuckt so? Ey, wie fies ist das denn? Er lernt dazu. Okay. Ab geht es. Okay, das Level schaffen wir noch. Haben gerade Sonne One und ich habe so einen Bock auf das Spiel. Bada, bada, das ist doch voll geil, Mann. Stirb. Stirb. Guck dir die Kirche an hier. Aber auch geil, dass man da runterfallen kann. In einem anderen Gang da, wo das Viech hinter uns hergerannt ist. Und man einfach nur unten landet. In der Kanalisation, sag ich mal. Echt jetzt, der springt genau da runter, wo ich... nicht mit rechne. Ja gut, das bringt mir jetzt auch nichts. Ist aber auch voll egal. Mann, ey. Hau doch ab, du Skelett. Blöd, Mann. Arschkopf. Oh. Oh, das kann man kaputt machen. Wie geil. Secret gefunden, oder was? Nee, nicht so wirklich. Man hat nur einmal... Uah. Na gut, fahren wir einfach ab, ne? Ups. Ach ja, das Buch gibt's ja hier auch neuerdings. Das kenne ich eigentlich nur von Symphony of the Night. Och, hier geht's runter. Okay, eine Treppe, okay. Gut, das kennen wir. Und wieso springe ich trotzdem? Depp. Mann, ey, hau doch ab. Wegen der Medusa bin ich gesprungen. Lass es. Okay. Jawohl. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Also Heal.
Gib mir Fleisch. Oh, vorher erstmal noch schön hitten lassen, ey. Jawohl, es gibt Fleisch. Bitte lassen uns hitten. Oh, guck dir mal die ganzen Grafiken an hier. So im Hintergrund und voll dunkel hier alles. Lass mich in Ruhe, du haust bestimmt voll weit, ja. Du haust nicht nur weit, du wirfst auch weit. Lass es, lass es. Boah, ey, hittet der mich? Boah. Was frisst der denn bitte? Ich hab mich doch voll gut angestellt. Oder ist das wie bei Pokémon, dass der empfindlich gegen Bücher ist? Dass sie echt mehr machen. Ich sollte mal weniger sparsam mit den Herzen sein. Gut gepatscht ist hart geworden. Ja, wahrscheinlich haben wir da oft genug jetzt geschlagen. Fuck. Na, was mache ich denn? Ich finde es auch ganz cool, dass es nur eine Peitschenlänge gibt, dass man jetzt nicht immer die Peitsche holen muss. Also weißt schon hier die Dings. Was zur Hölle? Da kann man da oben dran schlagen? Damit alle in die gleiche Richtung sind? Kommt dann das Arsch nicht? Na hier, vielleicht muss ich mal das hier machen. Wie gemein ist das denn, ey? Boah, das ist nicht gemein. Ja, genau! Ey! Komm, auf, probier es noch. Wenn jetzt nochmal ein Arsch rauskommt. Ja. Alter. Huiuiuiui. Das ist echt geil. Mit ganz vielen Secrets und so. Und überall kannst du agieren hier mit dem Hintergrund. Also interagieren. Ah, die brauchen. Okay, drei. Ich wollte gerade sagen, wie bei. Fragweller X. Brauchen die zwei Schläge, aber die brauchen drei. Voll krass. Ach, ich hab nichts mehr zum Werfen. Hui! Leben dazu gekriegt, geil. Ja, komm einfach näher. Komm näher, komm näher, komm näher. Komm, klappt das hier auch? Tschüss! Ich muss echt sagen, das Vibrieren intensiviert das hier alles. Okay, das oben da vibriert. Ah! Ha, wie geil! Gab's hier die Axt? Ja, ne? Ach komm, wir können es öfter durchspielen. Scheiß doch drauf. Wir wollen jetzt den Boss besiegen. Aber nicht mit dem Dolch. Gib mir Leben. Boah, guck dir das fette Ding an. Alter. Alter, heftig. Ja toll, jetzt habe ich das Dings verschwendet da. Gut, ab zurück. Dann machen wir auf jeden Fall Schluss. Also wollen wir noch als Finale hier den Boss besiegen. Ist auch eine gute Zeit. Wobei ich eigentlich Castlevania in 20 Minuten immer machen wollte, weil, naja, egal.
Bin schon sehr auf eure Kommentare gespannt und freue mich da schon richtig drauf. Kommt da jetzt der Minotaurus? Ja. Verdammt. Hau ab. Das ist? Wow, okay. Verdammt. Uah. Boah. Nein. Ja, komm, mach noch öfter und dann stirb einfach, du Sau. Ich hoffe, er ist jetzt auch weg. Ne, guck, er schlägt mich nochmal. Jetzt ist er jetzt weg. Krass, überleg mal, das wäre mein letzter Hit gewesen. Hätte ich hier hochspringen können? Ja, das hatte ich auch eigentlich vor. Hat aber nicht geklappt. Komme ich hier hoch? Ne, auch nicht. Okay. Boah. Geschafft. Ich weiß gar nicht, ob ich hier pausieren kann. Start drücken kann. Ne, kann ich nicht. Okay, ist natürlich ein bisschen blöd. Ne, ist nicht blöd. Schnell speichern geht und dann kann ich beim nächsten Mal weitermachen. Zahllose Schrecken, Stufe 4. Boah, schnell speichern und ab geht's beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.